Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir sind jetzt an der Bucht von Maracay im Dorf der Maracay und wir sehen hier gleich mal jemanden. Hey, du. Wer? Ich? Ja, ich kenne dich. Du bist der, der zwischen den Welten steht. Du bist ein Suchender, nicht wahr? Sprich. Ich frage mich, was er gesagt hätte, wenn wir nicht zuerst zur Insel der Toten gegangen wären. Ach komm, hör auf. Woher willst du mich denn kennen? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Ich habe dich gesehen. Die Vision war sehr mächtig. Wo ist der Boss von dem Ort hier? Sprich mit Chakadatu oder mit diesem Corrientes, wenn du willst. Aber vergiss nicht, egal was du tust, es wird uns nicht retten. Wir werden früher oder später untergehen. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Was redest du da für einen Unsinn? Meine Visionen sind mächtig. Die Tivas sprechen zu mir. Sie haben mir dein Gesicht offenbart. Du bist ein Verfluchter, ein Verlorener. Was genau hast du gesehen? Eine dunkle Schönheit. Das Böse. Ich sah, wie es dich auffrisst und zermalmt wie eine Ratte. Du redest von Mara. Ich spreche von dem Tag, an dem alles Leben vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Und du bist dabei, ist das nicht schön? Es geht. Die Expedition ist hier? Ja. Corrientes und seine Leute sind drüben bei der ersten Hütte. Sie fressen, sie saufen und keiner braucht sie. Die Maracay sind auch noch dankbar dafür. Dankbar? Wofür? Sie glauben, dass Corrientes das Dorf vor dem Übel beschützt. Sie wissen aber nicht, was ich weiß. Die Blauröcke sind Unwissende, die nicht lernen wollen. Darum werden sie genauso untergehen wie alle anderen. Du traust ihnen wohl nicht. Nein. Wir sehen uns später, da bin ich mir sicher. Okay. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ist er ein sehr wichtiger Charakter. Psst. Hast du das auch gehört? War wohl nichts. Ich weiß aber noch nicht, wann wir da Fortschritt machen bei ihm. Cordoba. Besser, du gehst erst zu Corrientes. Er ist gleich da vorne in seiner Hütte. Okay. Besser. Der hat sonst nichts zu sagen. Oh, damit haben wir einen Teleporterpunkt. Hier, ich erinnere mich an das hier. Das habe ich im letzten Part schon gesagt. Hier ist einiges Cooles. Wenn du Fragen hast, rede erst mit Corrientes. Niemand will mit mir reden. Ich soll erst mit Corrientes reden. Ich klaue halt erstmal die Truhe. So, was gibt's hier noch? Hier so... Wer bist du? Egas. Rede erstmal mit dem Boss. Er ist da vorne in der Hütte. Okay. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Der Untergang ist nahe. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Habt keine Angst, meine Freunde. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Denkt an meine Worte. Ich habe es gesehen. Hört, meine Freunde, okay, was ich zu sagen habe. Aloha, Fremder. Suchst du etwas Bestimmtes? Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Sisu? Kagucho ono palavatingo? Chi. San ono hazaka. Ah, verstehe. Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen. Aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt.
Kannst du mir was über den Maracay-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Wer hat bei euch das Sagen? Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi, ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Hier haben wahrscheinlich auch wieder Rezepte und Baupläne, die ich mir irgendwann ansehen muss, ob die mir irgendwas nützen. Oh, eine Schatzkarte. Ja, super. Gleich mal kaufen. Zeig mir die Geheimnisse der Alchemie. Welches Wissen suchst du? Okay. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. Okay. Bevor ich mich zu weit umsehe. Hallo? Bei uns. Hört, meine Freunde. Führt ja. Die Häuptlinge treten gegeneinander an, um das Kriegsbeil für immer zu begraben. Das Haupt des Verlierers soll getrocknet und als abschreckendes Beispiel aufbewahrt werden. Die Trophäe wird schließlich auf dem Grab des Gewinners aufgestellt. Das letzte Duell der Häuptlinge gewann der Chaka des Shaganumbi-Stammes. Den Schrumpfkopf habe ich schon gefunden. Okay. Ja. Bones hält hier seine Rede nonstop, immer wieder von vorne, wenn ich es richtig verstehe. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Ich glaube, ja. So. Corrientes. Ah, ein Pirat. Mutig von dir, hier so ran zu spazieren. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ach so. Und was führt dich dann hier ins Niemandsland? Ich bin auf der Suche nach Captain Garcia. Ja, diesem hinterlistigen Kerl sind wir schon begegnet. Wir hatten auf dem Weg hierher jede Menge Probleme mit Garcias Piratenbande. Also, warum sollte ich dir vertrauen? Weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Eine Hand wäscht die andere, was? Das Licht hier ist seltsam. Du siehst ja, dass wir die Maracay hier unterstützen. Im Gegenzug teilen sie ihr Wissen mit uns. So ist der Deal. Starker Rückhalt gegen die feindlichen Piraten. Gute Entscheidung. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn du mir einen Gefallen tust. Kannst du mir eine Karte dieser Region geben? In Ordnung. Hier, das sollte dir reichen. Danke. Okay. Ich habe in einem Ahnengrab ein paar nackte Leichen gefunden. Die meisten von ihnen waren weiß.
Das klingt so, als wären die Plünderer selbst bestohlen worden. Wahrscheinlich haben die Marakai die Piraten für ihr Handeln bestraft. Kann sein. Wie auch immer, seien wir froh, dass wir ein paar Gegner weniger haben. Ihr habt auf eurem Weg mit den Piraten gekämpft? Ja, sie haben uns auf dem Plateau im Norden überrascht. Ein paar unserer Männer und zwei Eingeborene wurden aufgeschlitzt. Dann sind sie abgehauen, diese Feiglinge. Wo kann Garcia jetzt sein? Ich schätze, er sucht dasselbe wie wir. Den Zugang zum versteckten Tal. Wenn du uns hilfst, den Zugang zu finden, wirst du früher oder später bestimmt auf ihn treffen. Was willst du denn eigentlich von Garcia? Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Das klingt ja interessant. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Was kann ich für dich tun? Wir wissen, dass sich der Feuertempel in einem versteckten Tal befinden soll. Es gibt jedoch nur einen geheimen Zugang, der dorthin führt. Es kann oder will mir aber niemand sagen, wo er ist. Wenn du den Zugang für mich findest, werde ich dir sagen, wie man hineinkommt. Okay. Ich werde den Zugang für dich suchen. Du wirst ihn an einer großen Feuerwand erkennen, die den Weg versperrt. Komm zurück zu mir, wenn du sie gesehen hast. Ich glaube, da ist noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Warum stopft nicht endlich mal einer diesem verfluchten Prediger das Maul? Es ist ja nicht zum Aushalten. Frag den Boss, wenn du was willst. Ich bin gerade beschäftigt. Also hau ab. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich glaube, ich kann mit keinem einzigen reden als mit Corrientes. Okay, kann ich die Truhe hier ausnehmen, ohne dass die meckern? Es scheint sie nicht zu jucken, dass ich hier drin bin, also kann es schon möglich sein. Ich bin doch gleich raus. Meinst du, ich sehe dich nicht? Doch, aber es juckt mich nicht. Okay. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. So, dann hätten wir den... Kommt aus den Wassern oh Gott, zu uns. Ja, der quatscht mir ein bisschen dazwischen. Wer von euch ist eigentlich der Schnellste? Was genau meinst du, Ucho? Mit der Waffe oder beim Laufen im Dschungel? Wenn ich es mir so recht überlege, vergiss es einfach. Yalla yalla. Das Dunkel kommt aus den Wassern. Wer tanzt hier? Daiki, Dara. Du bist gekommen, um uns zu helfen, oder? Darum lassen sie dich ins Dorf, obwohl du kein Blaurock bist. Nicht alle Piraten sind übel. Viele unseres Volkes sind getötet worden. Die Piraten sind gierig, ohne Stolz. Ich will nicht, dass noch mehr sterben müssen. Vor allem nicht Koraka. Wer ist Koraka? Er ist ein Tufas und mein Mann. Ich warte schon seit Tagen auf seine Rückkehr. Er wollte die Piraten im Dschungel suchen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Was ist das da drüben eigentlich? Was meinst du? Unsere Hütten? Ach, lass mal. Ich hab schon, was ich wollte. Wo ist Koraka denn hingegangen? Er ging zu den Gräbern der Hike, der aufgehenden Sonne entgegen. Ich werde Koraka für dich finden. Tawonga Gucho, ich danke dir. Die Tivas sollen dich schützen. Das Dunkel kommt aus den... Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Das könnte ich dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du das mögen würdest. Wahrscheinlich nicht. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Und wer bist du? Bin Egas. Und, wie läuft's? Geht. Bin ich so zufrieden heute. Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Befehl von deinem Kommandanten, nehme ich an. Genau das. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen.
Unterrichte mich. Aber das werde ich, glaube ich, niemals so hochleveln, dass sich das lohnt. Ich habe zwar die Utensilien, aber... Ich brauche dafür verdammt viel Ruhm. Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Der Häuptling? Wie ist er so? Weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Du gehst am besten mal selbst zu ihm und machst dir ein eigenes Bild. Sein Haus ist das oberste Gebäude hier im Dorf. Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Gib dir keine Mühe, ich kümmere mich um deine Grabräuber. Du? Warum? Tja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige. Gute Idee, mach das. Dann kann ich so lange... dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Genau. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Was? Nein, ich meine... ja, ach, vergiss es einfach. Wonach hältst du Ausschau? Ach, ich schau einfach nur ins Leere, ohne besonderen Grund. Das kaufe ich dir nicht ab. Na gut, du hast gewonnen. Ich mache mir so meine Gedanken über unsere Heimreise, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, die Gegend hier ist ja ganz nett, aber für immer will ich hier eigentlich nicht versauern. Wenn wir erledigt haben, weswegen wir hier sind, will ich so schnell wie möglich wieder in See stechen. Dein Boss ist bestimmt eine harte Sau, was? Tja, hart ist gar kein Ausdruck. Also ich würde mich nicht mit ihm anlegen. Aha. Tja, ohne Schiff kommt ihr nicht weit. Was? Ach ja, das Schiff. Verdammt. Aber Garcias Schiff liegt irgendwo an der Küste vor Anker. Wenn wir da rankommen würden, hätten wir wieder eine Chance, hier wegzukommen. Das Schiff ist sicher nicht unbewacht. Nein, gewiss nicht. Aber die meisten von Garcias Leuten sind irgendwo im Dschungel. Es werden nur noch eine Handvoll Leute an Bord seines Schiffes sein. Eigentlich die ideale Situation, das Schiff zu kapern. Wo glaubst du, hat er das Schiff angelegt? Es gibt da nicht sehr viele Möglichkeiten. Es muss irgendwo im Nordosten vor Anker liegen, wenn du mich fragst. Kannst du mir was über den Kampf beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man richtig mit dem Säbel umgeht. Trainiere mich mit dem Säbel. Was willst du wissen? Brauche ich nicht. Ich werde mir das Schiff mal genauer ansehen. Ja, gute Idee. Hol dir den Kahn. Wir werden hier wohl noch etwas länger beschäftigt sein, fürchte ich. Sonst würde ich dich gerne dabei unterstützen. Danke. Ich schaff das schon. Gut, aber mach keinen Mist. Du segelst nicht einfach weg, ohne uns mitzunehmen. Klar? Ja, ja. Okay, dann haben wir hier noch den Typ, mit dem ich jetzt reden kann. Was glotzt du mich so an? Noch nie einen verletzten Soldaten gesehen? Ich bin noch nicht gut genug. Schade eigentlich. Hilfe brauchst du wohl nicht, was? Nein, und auch kein Mitleid. Verstanden? Keine Sorge, ich werde mich hüten. Erzähl mir mal lieber, woher du die Verletzung hast. Ah, vom Kampf gegen Garcia und seine Schergen natürlich. Es war der schwarze Hund, dieser Mistkerl. Er traf mich mit seinem dreckigen Dolch im Rücken, kurz bevor wir die Rasselbande in die Flucht schlugen. Schwarzer Hund? Ist das sein Name? Den gab er sich selbst. Glaubte wohl, dass er damit jemanden beeindruckt. Woher weißt du das? Man sollte immer mehr über seine Feinde wissen, als über seine Freunde. Du scheinst ihn wohl zu hassen, ne? Dreh dich mal um. Ich ramm dir mal kurz meinen Säbel in den Rücken. Ich glaube, dafür würdest du mich auch nicht lieben, oder? Wo ist der schwarze Hund jetzt? Er ist irgendwo in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Wenn ich nicht so verletzt wäre, würde ich ihn suchen und ihm die Kehle durchschneiden, wenn ich ihn gefunden habe. Du meinst in der Nähe des Dorfes? Er ist hier irgendwo. Darauf verwette ich meinen Arsch. Er war
wartet nur auf eine Gelegenheit, uns hier heimtückisch zu überfallen. Welchen Rang hat der schwarze Hund in Garcias Mannschaft? Er ist nur ein einfacher Bootsmann, aber eine äußerst linke Sau. Sei auf der Hut. Wenn du ihm einmal begegnen solltest, dann pass auf deinen Rücken auf. Ja, schon klar. Ich werde den schwarzen Hund finden. Ach ja? Das glaubst du. Pass bloß auf, dass er am Ende nicht dich findet. Du bist ein richtig netter Kerl, weißt du das? Für Nettigkeiten habe ich keine Zeit. So. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Wer bist du? Bist du ein Protektor? Ich bin auf eigene Rechnung unterwegs. Aber du bist doch ein Meister der Donnerstöcke. Nein, ich bin Pirat und habe mich mehr der Voodoo-Magie gewidmet. Dann bist du nicht wichtig für mich. Geh deines Weges. Dich interessieren Musketen? Donnerstöcke sind ein Zeichen des Fortschritts. Die Marakai wären gut beraten, wenn sie sich nicht dem Wissen der Inquisition verschließen. Nur dann hat unser Stamm eine Zukunft. Das klingt sehr radikal für jemanden deines Stammes. Das ist es auch. Ich werde dafür von einigen hier sogar verachtet. Einzig mein Halmak Daiki ist noch auf meiner Seite. Gemeinsam werden wir die Macht der Donnerstöcke ergründen. Einen von ihnen konnten mein Waffengefährte und ich schon erbeuten. Ihr habt eine Muskete gefunden? Wo? Wir fanden den Donnerstock vor einigen Tagen in einem kleinen Lager der Blauröcke im Norden. Dann gehört er wahrscheinlich zu Corrientes. Er ist prunkvoll verziert und scheint einem besonderen Blaurock gehört zu haben. Das Ding könnte mich interessieren. Die Waffe gehört mir und meinem Halmak. Niemand anderes hat ein Anrecht darauf. Verstehe. Nur dir und deinem Heimat also. Dieser Daiki, der war da drüben. Vielleicht kann ich hört mit dem reden. Wie sie Bones nervt ein bisschen. Yala, yala. Na shit. Hört ihr? Bones halt's Maul. Spürt ihr? Wie sie euch nachts den Schlaf raubt. Okay, hier kann ich schon mal reinschleichen. Das merkt der Trottel nicht. Ich könnte mich sogar da ins Bett legen. Aber das wäre wiederum nicht ganz RPG-konform. Ansonsten hat sie nichts. Jetzt folgt er mir. Was machst du? Ich hab da nicht Ruhe ausgenommen, was sonst. Aber es ist Nacht gerade. Der Untergang ist nahe. Der Tod fegt über das Land. Können wir mit dem reden? Da Capo Gocho. Du kreuzt meinen Weg. Ist der Weg verboten? Nein, aber er gehört mir. Okay, du kannst ihn behalten. Moment. Du bist Pirat. Ach was, wie hast du das bloß erraten? Piraten bringen Tod und Sorge zu den Marakai. Ich bin Hoshi der Shaganumbi. Das hier ist die Tochter des Shaganumbi-Häuptlings Bakir. Jani Kitavaloa Tonka. Ich gehöre nicht zu Garcias Mannschaft. Dann wirst du uns helfen, das Land von dem Bösen zu befreien. Wenn ich das kann? Das ist gut. Ich bin Salo, stolze Krieger und Anwärter auf den Thron der Marakai. Du willst Häuptling der Marakai werden? Chi! Mein Speer ist schnell, mein Voodoo ist mächtig und mein Wille ist stark. Starkes Voodoo, nicht ohne große Taten. Ich tötete den Alligator, nur mit meiner Hand. Ich werde den Nachfolgeritus für mich entscheiden. Die Marakai können einen starken Häuptling gut gebrauchen. Du sprichst die Wahrheit. Datu ist gutmütig und weise. Doch sieh, wohin Datu unser Volk geführt hat. Das Böse ist hier und bedroht das Dorf. Du bist ein guter Nahkämpfer? Chi, ich bin Lehrmeister des Kampfes und der Jagd. Mein Halmak wird von mir den Umgang mit der Waffe lernen. Und ich bin Träger des Tek Shabala. Tek was? Tek Shabala. Ein mächtiges Voodoo-Artefakt. Verstehe. Das will man haben, ja? Chi. Wenn ich Chaka bin, werde ich es,
wie es die Tradition verlangt, an meinen Halmak weitergeben. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Du bist wohl nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Nein. Mein Herausforderer ist Hakeke. Ein Meister des Wurfspeeres. Er bricht mit unserer Geschichte und unsere Traditionen. Traditionen sind gut, machen das Volk stark. In den falschen Händen jedoch können sie zum Werkzeug des Bösen werden. Hakeke wäre kein guter Chaka. Ich muss ihn besiegen. Hakeke ist der, der den Donnerstock einbringen will. Kannst du mich auch im Kampf unterrichten? Nur mein Halmak hat das Recht, meine Lehren zu hören. Ich werde dir helfen, der neue Häuptling zu werden. Du bist nicht mein Halmak. Ich darf deine Hilfe nicht annehmen. Nur Potaka hat das Recht, mein Waffengefährte zu sein. Potaka. Ist er gut, dein Halmak? Potaka ist ein guter Kämpfer. Er begleitet mich schon sehr lange. Er war dabei, als meine Eltern vom Alligator getötet wurden. Er sah, wie ich den Alligator schon in jungen Jahren und mit bloßen Händen besiegte. Wie wär's, wenn ich dein Halmak wäre? Warum sollte ich Potaka für dich wegschicken? Bist du ein guter Kämpfer? Nur wenn ich nicht total blau bin. Ja, allerdings. Ein klares Wort. Das spricht für einen starken Willen. Bist du ein weiser Mann? Ich weiß ein paar Dinge, aber ob mich das jetzt weise macht? Wissen ist gut. Potaka und Salu kennen nur den Dschungel und die Steppe. Aber Hakeke weiß viel über Dinge, die über die Meere kommen. Wäre es dann weise, lieber dich als mein Halmak zu nehmen, anstatt Potaka? Ja. Du sagst es, mein federntragender Freund. Dann wirst du mein neuer Halmak. Okay, wie auch immer ich dich jetzt davon überzeugt habe. Du bist Hoshi der Shaganumbi und hast Wissen von Ländern jenseits der Meere. Ja, richtig. Gut, dann geh und fordere Potaka zum Zweikampf heraus. Wie jetzt? Ich muss mich mit Potaka um den Posten prügeln? Das hättest du mir auch vorher mal sagen können. Du sagst, du bist ein guter Kämpfer. Dann geh zu Potaka und kämpfe. Der Tod fegt über das Land. Bei uns, Alter. Wir sind einfach direkt austickt. Okay, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen in diesem Part. Wir haben uns aber hier noch nicht mal so annähernd alles angeguckt. Oder, ja, wir haben, glaube ich, auch noch nicht mit allen geredet, aber ich glaube, viel fehlen nicht mehr. Oh. Ja, geht doch. Ich habe hier noch einen Charakter stehen sehen, aber der ist jetzt weggelatscht. Ich glaube, in die Richtung. Der kann mir, glaube ich, etwas in Richtung Voodoo beibringen. Das dürfte der hier sein. Das habe ich weh geschrieben. Ja, super. Bist du der Typ? Oh, du bist nur ein Jäger. Okay, vielleicht muss ich am nächsten Tag nochmal herkommen, weil ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber, wenn ich schon mal hier bin. Ah, da ist... Ist das der Häuptling? Oh, 90. Datu. Datu ist der Häuptling. So, und ich beklaue dich mal, mein Freund. Hier ist der Totenkopfring. Ich glaube, ich merke mir lieber... Oh, Piratenanhänger. Ich glaube, ja, der ist viel besser auf jeden Fall. Piratenanhänger merke ich mir lieber, das ist leichter. Wow, nichts wirklich Nützliches für mich. Den Typ wollen wir jetzt aber nicht wecken. Wir wollen aber... Du trampelst wie ein Gorilla. Ja, jetzt schon. Wir wollen aber hier zurückkommen. Ja, am nächsten Tag. Dafür werde ich schlafen müssen. Das mache ich demnächst. Jetzt will ich aber, da ich fast volles Leben habe, erst noch diesen Potaka treffen, mit dem ich mich wahrscheinlich prügeln muss. Es fehlen ein paar Charaktere. Und hier unten müssen wir nämlich auch noch rein. Betet zu den Ahnen. Betet zu den Ahnen. Damit ihr einen Platz im Reich der Toten. Ja, die meisten schlafen jetzt. Außer ich finde diesen Potaka noch. Da muss ich auch noch lang. Oder ist er noch? Hatte der irgendwas zu sagen? Ich weiß gar nicht mehr.
Er ist ja gut jetzt. Du hast mit dem großen Tonka Salu gesprochen. Ja, und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich beanspruche deinen Platz bei Salu als sein Halmak. Capo, Kutsche, Bambule. Ich werde dich verfluchen, wenn du nicht Platz machst. Fluch? Welcher Fluch kann mich treffen, den ein Gucho ausspricht? Ich mache meinen Fluch auch zu deinem Fluch. Mara hetzt ihre Schergen dann auch auf dich, sobald du dich dem Meer näherst. Du trägst Maras Fluch, Gucho? Gut, dann hast du gewonnen, Gucho. Ja, das war ja einfach. Sei Salus, neuer Halmak. Ich werde dir Platz machen. Easy. Es kann aber sein, der schläft schon. Der Hike ist bei uns. Habe ich mit Kenan geredet? Du bist ein Jäger, richtig? Chi, ich bin Kenan. Tufas der Marakai. Aber ich biete meine Sachen auch zum Tausch. Tavolele. Tavolele. In Ordnung. Gut. Du kannst dir jederzeit gerne meine Sachen ansehen. Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Oh no, Gucho. Das habe ich nicht. Aber Pandu jagt tiefer im Dschungel als ich. Er kann dir vielleicht mehr sagen. Wo ist Pandu? Er ging durch die Höhle im Dorf in den Südwesten. Das war aber schon vor Tagen. Die Höhle, okay. Zeig mir deine Ware. Hast du irgendwas Cooles? Nicht wirklich. Okay, danke. Das Wudo der Hike ist bei uns. Also wie gesagt, Salu schläft und sonst gibt's hier nichts. Das heißt, mein Ziel ist folgendes. Ich gehe zu Garcias Zwischenlager. Das dürfte das hier sein. Und da gibt es nämlich ein Bett. Ich könnte mich natürlich auch aufs Schiff legen. Aufs Schiff. Im Schiff in die Kajüte legen und dort pennen. Aber das wäre dann, dann würde ich meine Begleiter verlieren und müsste die neu zusammensammeln und beschwören. Wir wollen jetzt aber einfach zurück zum Dorf der Marakai. Oh mein Gott. Und werden dann im nächsten Part mit den reden, die noch fehlen. Und natürlich auch mit Salu und ihm Bescheid sagen, dass ich jetzt ein neuer hier Waffenkumpane bin. Aber für diesen Part war es das und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.